Hallo ihr Lieben, guten Morgen, ich bin wieder für euch da. Ich hoffe, ihr habt zahlreich eingeschaltet, ordentlich abonniert, die Klingel gedrückt und hier geguckt und da geguckt, wo immer auch was war letztes Mal. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir macht es jedes Mal wieder Spaß und ich bin immer wieder begeistert, was ich für euch von euch für tolle Kommentare bekomme. Kamerafrau, denn schwer, das muss ich schon wieder alles schneiden, das kann ja wieder nicht sein, das sagt sie wieder. Egal! Ich habe euch versprochen im letzten Video, dass ich euch die neuen tollen Hosen zeige. Denn es gibt sie, ich habe eine Farbe vergessen, die hängt im Schaufenster. Ich sehe sie von hier schon. Die Kamerafrau ist da mal gerade auf dem Wege. Gut, dass ich die habe, brauche ich nicht selber laufen, ne? So, und zwar gibt es unsere tollen Hosen jetzt auch in kleineren Größen. Die gehen jetzt tatsächlich wirklich nur bis 44, mehr passt definitiv nicht rein. Aber ich zeige sie euch mal gerne. Und zwar haben wir hier nämlich diese tolle, die auch zur Mickey Maus, zu unserem Mickey Maus Shirt. Es wird euch nicht entgehen, dass ich immer wieder dieses Mickey Maus Shirt erwähne. Wir werden es auch noch mal sehen. Wir kriegen es hoffentlich auch noch mit dem Totenkopf in den neuen Farben nachgeliefert. Ich denke, das müsste jetzt diese Tage schon kommen. Und zu diesem Mickey Mouse Shirt, vielleicht sollten wir das Mickey Mouse Shirt noch mal dazu holen. Nein, brauchen wir gar nicht. Ah, wir hatten doch so eine tolle Kundin im Laden, die hat das doch schon gekauft. Die hat nämlich diese coole Hose gekauft mit dem Mickey Mouse Shirt. Und die konnte sich überhaupt nicht entscheiden, was sie überhaupt für eine Hose nehmen wollte, weil diese Hosen so super saßen. Und da könnt ihr auch sehen, Caroline wird die Bilder ein... Die Kamerafrau wird die Bilder einverlinken, einstellen. Blenden. Einblenden. Genau, das wird möglich. Ja, das kommt, wenn man immer so schnell sabbelt, dann kriegt man das auch nicht so auf den Schirm, was man jetzt gesagt hat und wie es gerade hingehört. Egal. Jedenfalls, also mit dem Mickey Mouse Shirt seht ihr diese Hose eingeblendet in dem Bild von unserer, mit unserer Kundin drauf. Ich frage natürlich immer, ob ich das machen darf, dass ich die Kundin fotografieren darf und die finden das einfach witzig. Und da ihr genauso pfiffig drauf seid wie ich und meine Kunden sowieso, dürfen wir euch das natürlich zeigen. Also ihr werdet es gleich sehen und übrigens ist da auch noch unser Igelpulli zu sehen, weil auch diese Kundin konnte sich nicht entscheiden, welche Farbe sie von diesem Igelpulli haben will. Schon wieder Zaungäste, demnächst stelle ich da mal irgendwelche Bänke draußen auf. Steht schon wieder jemand vorm Fenster und guckt. Ich kann es doch nicht ändern, dass wir hier drinnen drehen müssen. Irgendwo muss ich ja schließlich stehen und meine Ware habe ich nur hier im Laden. So, also diese Hose habt ihr jetzt in Orange gesehen. Die gibt es jetzt total stretchig, natürlich auch noch in diesen anderen coolen Farben. In hellblau, in blau gemustert, in türkis. Gestern habe ich gesagt Peppermint. Peppermint fand ich auch eine coole Farbe. Ne? Also Peppermint gibt es hier. Und dann haben wir nochmal hier den Dschungel in Move, Grün, Cognac. Meine Schwägerinnen lachen sich jetzt scheckig, weil immer, wenn wir irgendwo beim Kaffee trinken sitzen und es geht um Farben, heißt immer, frag lieber Claudia, wie die Farbe heißt. Wir sagen sowieso alles falsch. Kann uns nur zum Negativen ausgelegt werden. Die denken jetzt musst du uns da auch noch mit reinbringen. Hat sie auch keine anderen Hobbys, als die ganze Familie immer aufzuziehen. Ich sag ja keinen Namen, mein Gott. Ne? Also, weiß doch keiner, wer ihr seid. Ne? Also, meine Schwägerin jedenfalls. Ne? Die sind auch weit weg von hier. Die kann man sowieso nicht dauernd sehen. Hier habe ich nochmal das schöne Rosenholz. Und hier gibt es, wir übergehen das mal immer so, ne? Hier haben wir noch mal die Hose auch in so einem, ja, was ist da drauf? Federn, Blätter, Origami, keine Ahnung, weiß ich auch nicht was. Aber jedenfalls tolle Farben wieder. Und in Pfirsich. Und hier nochmal ein kleines Laubwerk, kleine Blätter auf naturfarbenem Grund mit Tabak und Eukalyptus und Rost drin. Jetzt denkt ihr, ist ja ganz toll, was ziehe ich denn das so an? Die kann mir ja viel erzählen, so knalle bunte Hosen, kann ich ja nur ein schlichtes T-Shirt anziehen, ist ja voll langweilig. Ihr wärt nicht bei mir, nicht bei von Namen, wenn wir nicht was Cooles dazu hätten. Die, die fleißig immer meine Videos gucken, haben gestern schon gesehen, dass wir ganz tolle T-Shirts haben und die passen da natürlich perfekt zu. Guck mal, das Grün findet sich da wieder, perfekte Kiste, sieht super aus. Sieht aber genauso gut auch toll zu Inni aus, also richtig cool. Dann haben wir hier natürlich nochmal umgedrehter Farbton mit Weiß. Das sieht natürlich richtig toll zu diesen hellen Hosen aus.
Weil ich das da hinten auch noch hinpacken will, kann ich nicht. Da winken schon wieder welche draußen. Oh nein, das wird immer schlimmer. Wir stellen wirklich bald eine Bank da draußen auf. Das scheint, also am Tage zu drehen, ist ganz blöd. Weil immer, wenn ich am Tage drehe, gucken alle Leute rein. Gucke ich abends, drehen wir abends. Jetzt sammeln die da auch noch. Es ist so unfassbar irgendwo. Übrigens, diese Geräusche immer, das ist die Straße, die sind die Autos, die hier langfahren. Wir haben ja immer ganz schön viel Verkehr. Deshalb versuchen wir manchmal auch abends zu drehen. Aber dann ist das mit dem Reingucken noch schlimmer, weil dann hängen die Leute wirklich so vor der Scheibe, um irgendwas zu erkennen. Ich weiß es nicht. Warte doch einfach bis morgen, dann ist es doch immer wieder im Dingsbums drin. Im YouTube. Genau. Da ist es schon wieder. Wisst ihr was, das ist gar nicht so einfach, das hier so locker immer zu sagen. Mir fällt aber nichts ein. Und dann geht da irgendeiner lang und dann muss ich immer lachen und dann denke ich immer, was mache ich jetzt, was sage ich jetzt? Ich war hier immer noch bei meinen T-Shirts und die passen, also ihr seht, auch in diesen Naturtönen sieht es klasse aus mit diesem Roséholz drauf. Rosenholz! Was habe ich gesagt? Roséholz. Rosenholz ist richtig. Roségold. Roségold, das wollte ich sagen. So, irgendwann kriege ich hier nochmal einen Knoten in der Zunge. Und hier ist es auch nochmal mit Schwarz. Also ihr seht, der Möglichkeiten gibt es viele. Man darf aber übrigens auch, ne, darf man auch, ich sage, dass man das darf, also darf man das auch so dieses Shirt kennt ihr schon, das hatten wir letztens auch schon mal drin, kann man auch toll mit diesen Hosen tragen, weil die Schrift so wirklich so dezent ist, dass es fast so ein Uni-Ding ist. Und dann kann man das ohne weiteres machen und so ein bisschen bling-bling steht jeder Frau, das sieht immer klasse aus. Ne? Und das passt also ohne weiteres auch dazu. Und selbstverständlich kann man natürlich auch die Mickey Mouse dazu tragen, ist ja klar. Ne? Also hier auch zu dieser Mal sieht es also auch pfiffig aus mit der Mickey Mouse. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ihr hattet das in dem Video schon gesehen. Auf Schwarz sah man das besser. Aber Schwarz passt jetzt just nicht zu dieser Hose, kann ich jetzt auch nicht ändern. Da müsst ihr halt nah rangehen, um das dann nochmal zu zoomen. Hier gibt es das Ganze nochmal in Grün. Ich finde, es sieht cool aus. Also es ist richtig schön, eine ganz lässige Kombi. Krempelt die Hosen auf, zieht einfach einen kleinen Sneaker an mit einer Sneakersocke drin oder barfuß drin. Sieht total pfiffig aus, ist richtig cool. Und die Kamerafrau hat sich auch eine Hose gegönnt. Sagen wir mal so, sie hat sie geschenkt gekriegt, ne? Muss sie ja auch entlohnen, ne? Und ich habe ja nicht so viel Geld, da muss ich ihr das ja in Naturalien auszahlen. Also das geht hier sowieso viel besser mit Naturalien bei uns, ne? Das läuft immer besser. Ja, und da kann sie mich gleich Werbung laufen, aber das merkt sie ja nicht. Und jedenfalls hat sie das mit einer Lederjacke kombiniert und mit so einer kunterbunten Hose und es sieht richtig süß aus. Ich denke, dieses Bild blendet sie mit Sicherheit auch noch ein. Also ihr seht, das sieht richtig top aus. Die Hosen gibt es übrigens auch nochmal in groß. Und da habe ich auch noch ein paar dabei. Ich könnte sie mal gerade geschwind holen, ich bin sofort wieder da. Da gibt es in groß im Moment nur noch, da müsst ihr sehr schnell sein, drei Modelle. Einmal dieses, ich weiß, ihr habt sie gesehen, aber es gibt es auch wieder das Modell, das habe ich nochmal nachbekommen. Und hier ist nochmal ein neues. Und die gehen tatsächlich, wenn sich das Bein auch nicht ganz umkrümelt hier so, gibt es diese hier, sind wirklich so dehnfähig, da passt also ernsthaft Größe 48, 50 rein, wir haben sie schon verkauft. Und dann gibt es nochmal dieses Muster. Diese drei Muster habe ich noch in schön groß da. Und da passen übrigens super die Mickey Maus, ihr ahnt es schon. Irgendwo hänge ich fest, so hier unten drunter. Halt, Moment, Sekunde, wir haben es gleich. So, passt natürlich auch toll dieses tolle Shirt dazu. Mit diesem Dreiviertelarm, den man auch lässig aufkrempeln kann. Kleine Kapuze und kleiner süßer Hoodie mit unserer Mini Mickey Maus auf der kleinen Brusttasche. Und das Shirt ist wieder vorne kürzer, hinten länger, das habe ich euch überhaupt auch schon gezeigt. Und da passt auch bezauberndes Bonusmaterial rein, also kein Thema. Ihr kennt es, ihr wisst es. Und hier gibt es das nämlich auch nochmal in grün zu dieser coolen, ich muss mal ein bisschen arbeiten hier, so, ein bisschen umkrümmeln, das passt auch hier super dazu. Also ihr seht, ne, coole Kombi, nicht nur fürs Sofa, auch zum Ausgehen, nachher mit Sneakers, ich sag euch, die Zeit kommt, die Sonne kommt und dann können wir auch endlich alle wieder raus. Und dann könnt ihr das auch nicht nur auf dem Sofa tragen, sondern auch draußen. Jeansjacke drauf, Lederjacke drauf, fertig. Coole Geschichte. Ihr seht stark aus. Ich freue mich auf euch. Kommt vorbei, klingelt an, klopft an die Tür, so wie eben gerade wieder. Gut, wir müssen jetzt gleich den Cut machen. Wir müssen schon wieder was verkaufen. Alles klar, wird wahrscheinlich gerade was abgeholt. Ich glaube, die Kunde kenne ich auch. Okay, alles klar. Also, wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf euch. Ciao!